Hey Freunde, willkommen zum nächsten Video. Lang hat es gedauert, jetzt bin ich wieder da. Mit den ganzen Videos von den Veranstaltungen und Aktivitäten und so weiter hänge ich ziemlich weit hinterher. Ich habe noch einiges an Fotos gemacht und auch ein paar Videoaufnahmen. Ich könnte noch so viel uploaden, aber mir fehlt einfach komplett die Zeit hier. Und jetzt gerade komme ich auch wieder von einem Event und dachte mir, jetzt ist auch gerade keiner zu Hause und jetzt ist es noch frisch in meinem Kopf. Und ich dachte mir, ich setze mich einfach vor die Kamera, erzähle euch ein bisschen was. Und ja, erstmal zu dem Event, wo ich jetzt gerade war. Ich war mit der, jetzt möchte ich den Namen nicht falsch aussprechen, Takehara English High School oder English School, TES, Takehara English School. Der haben wir uns mit denen getroffen, mit einigen Schülern. Und wir waren 10 Leute, beziehungsweise 2 sind nicht gekommen, also wir waren 8 von EF und dann eben auch so 12, 13 oder so von der Takara School. Takehara. Und ja, wir haben uns am Bahnhof Nippori getroffen, wo ich zuvor auch noch nicht war. Verdammt große Station auch, muss man sagen. Wusste ich gar nicht, aber Nippori ist wohl, so wie es jetzt ausschaut, auch ein sehr beliebter Ort fürs Wochenende, wo man einfach mal hingeht. So ähnlich wie Kamakura, würde ich sagen. Es gibt sehr viele Tempel und es gibt so eine City Map, wie man halt einmal erkunden kann und so weiter. Und also von EF waren keine Lehrer da oder so oder sonstiges. Es war einfach nur eine Aktion von der anderen Highschool. Ja, da waren dann eben zwei Lehrer da, oder ich weiß nicht, ob es Lehrer sind oder sonstige Personalkräfte. Und die hatten dann alles vorbereitet und wir haben so eine kleine Schnitzeljagd wieder gemacht, hatten einen kleinen Zettel gekriegt. Lustigerweise, wir von EF haben das Ganze auf Japanisch gekriegt und die japanischen Schüler haben eine englische Version aushändigt bekommen, wo dann im Laufe der Zeit wir sowieso einfach alle geswitcht haben, weil wir das Japanische einfach wirklich nicht verstanden haben. Das waren viel zu viele Kanjis. Und also ich konnte so vielleicht ein Drittel davon verstehen, aber dann konnte ich die Sätze auch nicht wirklich zusammen basteln. Und ja, nichtsdestotrotz, wir haben das so alle hingekriegt, die haben ja auch Englisch gesprochen. Die haben dann meistens immer auf Englisch gefragt, ich habe dann auf Japanisch versucht zu antworten und so weiter. Ja, zumindest haben wir eine Schnitzeljagd gemacht, sind dann einmal die Nakaya Ginza Street, heißt es, glaube ich. Vielleicht blende ich euch auch ein paar Fotos ein, ich habe ein paar Fotos gemacht. Das ist so eine Straße in Nippori, ähnlich wie schon in Kamakura auch. So eine Einkaufsmeile, wo eben viele Stände sind und so weiter. Und das Ganze ist Katzen bezogen, cat related, ja, Katzen bezogen, alles irgendwie mit Katzen verkleidet und das Thema dieser Straße ist auf jeden Fall Katzen, 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 Katzen. Und ja, da gibt es halt alles Mögliche, viele Essenssachen und alles, alles Mögliche. Da waren wir, haben wir uns dann kurz aufgehalten, haben uns angeguckt und dann sind wir weiter zum nächsten, zum ganz berühmten Tempel, zu einer Tempelanlage, wo dann noch Gruppenfotos gemacht haben und zusammen gebetet haben, die traditionelle, auf den traditionellen Weg, die traditionelle Zeremonie und so weiter und so fort. Und am Ende sind wir noch zur Tokyo Daigaku gegangen und haben uns da dann noch die schönen Blüten angeguckt, weil da die ganzen Bäume sich immer schön färben, jetzt um diese Uhrzeit, die ganzen Ginkgo-Bäume. Das war auch sehr, sehr schön. Und ja, dann haben wir uns da quasi verabschiedet. Einige sind mit den anderen Studenten wieder nach Hause gefahren, andere sind essen gegangen oder sowas. Ich bin dann aber mit Sascha zusammen. Sascha, ein Student von EF. Wir sind dann zusammen alleine, haben mal versucht, ohne Google Maps oder so, uns den Weg zurück zur Nippori Station zu schlagen und sind dann durch die kleinsten Gassen gelaufen, was wirklich sehr, sehr schön war. Und wir haben richtig geile Orte entdeckt und irgendwie Schreine in den hintersten Ecken und so weiter. Also Nippori, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, das war auf jeden Fall das, was wir heute gemacht haben.
Und ich sehe schon, das lädt jetzt hier schon wieder 5 Minuten. Ich rede immer zu lange. Das ist wahrscheinlich gar nicht spannend, aber lass das gerne immer mal wieder ein bisschen Revue passieren. Ja, Tokyo Daigaku ist sowieso ein gutes Stichwort. Da kann ich euch jetzt nochmal eben kurz erzählen für meine nächsten Pläne, denn morgen muss ich wieder zu Tokyo Daigaku, also den ganzen Weg wieder dorthin, was in etwa 2 Stunden, 20 Minuten sind oder so von hier aus, wo ich jetzt wohne in Yokohama. Also eine ganze Ecke. Denn morgen habe ich einen Termin bei der Tokyo Daigaku für MRI Research. Und zwar kam da unser Schulrektor mit jemandem von der Tokyo Daigaku. Also Daigaku, für alle, die es nicht wissen, ist Universität. Ich bin nicht mehr das Deutsche gewöhnt, deswegen sage ich einfach mal Daigaku. Also es ist Universität. Genau, und dann waren die bei uns und haben gefragt, wer denn bis Februar hier ist im Land. Und ich habe gesagt, ja. Und dann habe ich mich dafür angemeldet, denn MRI ist quasi ein Gehirnscan, was sie von einem machen. Also ich denke mal, morgen werde ich dann überall diese Elektroden auf den Kopf kriegen. Und dann werden meine Gehirnströme und so weiter gemessen, während ich halt einen Japanisch-Test mache. Also es wird irgendwie 20 Minuten Reading, 10 Minuten Listening und so weiter sein. Und das Ganze geht 2 Stunden. Und dann wird am Ende, quasi im nächsten Jahr, im Februar, gehe ich nochmal hin, mache den gleichen Test. Und dann wird halt geguckt, wie sich die Gehirnströme, wie sich das Gehirn entwickelt, während man die japanische Sprache erlernt. Was für mich ziemlich spannend ist. So allgemein, diese Studie, was dann dabei rauskommt. Und bin halt auch gespannt, ob ich meine Ergebnisse dann kriege von meinem Gehirn. Ist ja auch mal ganz interessant. Und zusätzlich kriege ich noch Geld. Also alle, die teilnehmen, alle Teilnehmer kriegen, also morgen fürs erste Mal kriege ich dann 3000 Yen und im Februar bei der zweiten Untersuchung gibt es dann nochmal 3000 Yen für jeden. Und ich meine, es ist spannend und wenn es dann noch Geld für mich dabei gibt, warum nicht? Das kann man auf jeden Fall machen. Da bin ich auf jeden Fall morgen sehr gespannt. Nichtsdestotrotz, die Tokio Universität ist verdammt groß. Der Campus, da muss ich morgen wahrscheinlich erstmal eine Stunde früher los, damit ich da auch ja, meinen Weg überhaupt hinfinde. Nicht, dass ich da, wie sagt man auf Deutsch? Ich kann kein Deutsch mehr reden. Verzeiht mir das, ich spreche hier immer nur Englisch oder Japanisch. Get lost. Nicht, dass ich da, dass ich mich noch verlaufe. So, da haben wir es doch. Ja, ansonsten, wir sind jetzt hier schon wieder bei knapp 10 Minuten, 8 Minuten. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan dann für Dienstag, Quatsch, für Montag, für morgen. Und ja, habe ich noch was anderes zu erzählen? Ich habe hier an, aber ich glaube, das mache ich für ein nächstes Video. Dieser Pulli Q. Das Ganze steht für Fuji Q Highland und was das ist, werdet ihr dann im nächsten Video erfahren. Ich glaube, ich mache das jetzt ein paar Mal öfter, einfach so ein bisschen quatschen, 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten in die Kamera quatschen. Ist, glaube ich, ganz cool und ja, ich werde das Video jetzt schneiden und auch nicht schneiden, euch Bilder reinpacken und dann werde ich es uploaden und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut, ciao.